Hallo Yugi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Ich bin Dick. Und ich bin Tim. Und heute heißt es Spielspaß, aber keine Schokolade. Wir schauen ein klein wenig nach Nürnberg auf die Spielemesse. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Beginnen wollen wir diese Ausgabe des Spotlights natürlich mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels und dieses Mal darf sich freuen Dan Dark Spirit. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Aber auch diese Woche haben wir wieder was zu verlosen. Genau! Denn wir haben wieder 5 OTS-Packs, darunter 3 OTS-12, 2 OTS-11-Packs. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach einen Kommentar lassen, ihr müsst ein Like auf dieses Video da lassen und diesem Video und diesen Kanal abonnieren. Genau. Das Wichtigste natürlich. Und ja. Genau, wir drücken allen Teilnehmern natürlich wieder die Daumen, also viel Glück und Glück. Toi 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 und fleißig schreiben, 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 liken und abonnieren. Richtig. Letztes Wochenende war ja wieder große TraderCon bei uns angesagt. Wir hatten wieder eine ganze Menge Spaß. Wir hatten rund 50 Teilnehmer und ein sehr interessantes Feld, muss ich halt sagen. Ich habe mal so ein bisschen auch über die Decklisten mal drüber geguckt und es war wirklich eine ganze Menge wieder vertreten. Viele spannende Sachen und ja, viele auch zu erwartende Decks auch noch tatsächlich halt vertreten. Also ich habe Altergeist sehr viel gesehen, wir haben Helden halt gesehen, auch dein Favoritendeck. Was aber besonders stark vertreten war, mit na gut einer Anzahl mehr, ist tatsächlich Dinos gewesen. Also Dinos ist momentan ja auch Dinos ist, also momentan sind es sehr viele Gory Second Decks, aber es erinnert mich auch an ein bisschen an eine ältere Meta. Es kommt nämlich Shadol jetzt wieder. Ja. Aufgrund des Structure Decks, weil die so guten Support bekommen haben, der mit Invoke halt oder mit Beschwörung wirklich sehr, sehr stark ist. Ja. Deswegen sind auch beispielsweise die Beschwörungen, wenn man mal grundsätzlich auf den Preis guckt, wirklich explodiert. Und das Ganze wird sich natürlich noch ein bisschen weiter in diese Richtung entwickeln, spätestens nämlich ab April, wenn dann die neue Master Rule da greift. Ich denke aber, davor passiert was. Ja, also von daher, da müssen wir noch ein bisschen die Augen offen halten, denn Konami hat ja den Termin für die nächste Bannlist auf Ende März gesetzt. Also ich vermute mal, dass wir tatsächlich mit dem Übergang in das neue Format auch tatsächlich noch eine neue Bannliste bekommen, wo noch ein, zwei Sachen definitiv Ich glaube, die räumen dann da nochmal auf, sodass wir auch vernünftig in die Master Rule 5 gehen können. Mhm. Weil jetzt bereiten sich viele auf Invoke vor, jetzt Shadol, Needlefiber kommt noch zu uns, das darf man nicht vergessen. Das ist Link richtig. Wird immer noch wichtig sein, vor allem mit Needlefiber. Deswegen denke ich schon, dass die auf jeden Fall Beschwörungen und sowas alles. Also ja, egal. Genau, warten einfach mal ab. Die wird krass, die Liste, glaube ich. Genau, aber letztes Wochenende ist halt, letzte TraderCon ist halt nur vor der nächsten TraderCon und zwar am 22. März geht es in die nächste Runde. Ich hoffe wieder auf zahlreiche Besucher. Genau, wir halten mich da auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch auf den Laufenden, dass es halt dann noch so Neues gibt. Von daher da fleißig weiter gucken. Genau. Aber wir machen erstmal jetzt weiter mit einem kleinen weiteren Programmhinweis. Wir posten ja oder streamen ja mittlerweile ja unsere Dienstags-Locals. Also von daher, wer da Bock hat, Live-Action zu erleben, dienstagsabends ab 19 Uhr auf twitch.tv/traderonlinevideo könnt ihr live die Turnier-Duelle von Tim und mir während des Abends live mitverfolgen. Wir werden da aktiv die Duelle halt posten. Ja. Und im Nachhinein natürlich auch nochmal auf unserem Kanal hochladen. Wer es nicht schafft, um die Zeit hat, leider da zu sein, haben wir dann nochmal die Möglichkeit, alles nochmal im Nachhinein bereitzustellen. Genau. Aber weitermachen wollen wir jetzt mit unseren Kommentaren zu unserem Opening von letzter Woche. Da haben wir uns ja was angeguckt. Genau, wir hatten letztes Mal das Opening von The Dark Side of Dimension, The Secret Edition, wo ich dich natürlich wieder versprochen habe, dass ich die Alternativen ziehen werde. Das hat er auch tatsächlich getan und nicht zu wenig. Ja, gut. Und da haben wir den ersten Kommentar direkt von Harkspirit64. Wieso nur gucke ich mal wieder Videos von euren Openings, wenn ich doch weiß, dass ich danach diese Karten haben möchte? Ich finde finde Karten in Holoform generell besser. Ja, warum guckst du die Videos einfach? Natürlich genau aus diesem Grund. Du hast dich ja quasi halt schon selbst beantwortet. Ne? Ich meine, warum guckt man sich wohl Opening-Videos an, wenn man natürlich wissen will, was einen erwartet, wenn man halt sich Produkte halt kauft. Und meint er jetzt grundsätzlich Holoform oder meint er die aus der Secret Edition? Ich glaube, grundsätzlich geht es um holographische Karten. Und okay, weil in der Secret Edition davor, die Edition war ja auch schon holographisch, deswegen. War ja auch pur Holo, allerdings halt nur Ultra und Secret, muss man halt dazu sagen. Ja. Aber ich muss da vielleicht sogar ein bisschen widersprechen.
sprechen, denn nicht unbedingt jedes Deck macht in rein Holo halt viel Spaß. Es gibt so einige Decks, da möchte ich gerne möglichst alles in Holo haben, sofern es halt irgendwie machbar ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele interessante und lustige Decks, die man auch als Budget-Variante, also wirklich sehr günstig halt spielen möchte. Ich denke also zum Beispiel an Phantasma Spiral. Da käme es halt für mich halt komisch, wenn ich dann ja, so ganz einfache, coole Karten hätte, die aber dann einfach nicht totglitzern. Also es muss natürlich auch andersrum halt gehen, ja, dass auch wirklich günstige und ja, häufige Karten auch wirklich dann zu einem guten Ergebnis und zu einem spaßigen Deck halt führen. Von daher, Holo ist zwar schön, aber nicht unbedingt immer. Gut. Machen wir mal weiter mit dem Beitrag von Tobias Oehlenberg. Super Video. Ich warte schon sehnsüchtig nach ein wenig Streichboom-Support, nachdem es den Donnerdrachen Koloss erwischt hat. Also erstmal, Donnerdrachen Koloss hat Streichbuben nie geschadet. Streichbuben war Koloss immer egal. Zweitens ist es ungerecht, dass du das immer, das ist jede Woche bis jetzt hat das irgendwer erwähnt, auch auf der Trailer-Con. Was spielst du jetzt eigentlich, nachdem Donnerdrachen weg ist? Ah, es ist schade, dass Koloss weg ist, oder? Ja, es ist doof. Der muss wiederkommen. Ich glaube, Tobias meint auch grundsätzlich, dass er jetzt halt, nachdem er jetzt Donnerdrachen nicht mehr wirklich spielen kann, natürlich ein bisschen mehr Support für sein nächstes Lieblingsdeck, nämlich die Streichbuben haben möchte. Aber ich glaube tatsächlich, dass Streichbuben gar nicht mal wirklich so viel Support braucht, denn das kann tatsächlich halt wirklich sehr, sehr überraschend und auch gut sein. Ja. Was wir ja auch schon vorletztes Jahr auf der YCS in Mailand gesehen haben, die haben ja da wirklich überraschenderweise, weil keiner damit gerechnet hat, ja, den Sieg eingefahren. Das ist ja keiner darauf vorbereitet, denke ich. Ne? Von daher muss ein Deck nicht unbedingt neuen Support bekommen, um wirklich wieder übermäßig gut zu sein, sondern es muss einfach nur überraschenderweise zum richtigen Zeitpunkt gespielt werden, weil sich halt viele Decks auf bestimmte Decks halt fokussieren, auch sich da nur darauf vorbereiten und dann so ein Überraschungsdeck, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall die Streichbuben tatsächlich, ja, sich sehr gut hervortun und dann wirklich auch Turniere gewinnen kann. Also von daher, neuer Support ist nicht immer notwendig, hilft aber vielen Decks. Ich denke auch, dass die jetzt erstmal in dieser Zeit keinen Support kriegen werden. Nein, mit Sicherheit nicht. Nein. Gut. Dann haben wir den letzten Kommentar von Ampelmann 2. Wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung des Kanals bezogen auf Abozahlen, Aufrufe und sowas? Und wir haben viele Rückmeldungen. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Da kommen wir gleich zu. Also erstmal muss ich jetzt sagen, dass sich unser Kanal, seitdem wir hier wirklich aktiv ja, Videos regelmäßig produzieren, eigentlich sehr gut entwickelt. Wir sind mittlerweile bei 17.300 Abonnenten ungefähr. Oder so die Klickzahlen unserer Videos können sich durchaus halt sehen lassen. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Natürlich geht immer mehr. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, ja, was wir hier vollbringen und wie ihr das Ganze auch halt aufnehmt. Ne? Also das ist ja ganz wichtig. Viel wichtiger ist aber natürlich, was wir bis jetzt alles so erlebt haben, finde ich. Mhm. Also natürlich ist es schön zu sehen, so, wir haben jetzt 17.300 Abonnenten. Mir persönlich finde ich aber, ist viel wichtiger, was wir alles so erlebt haben. Auf der Weltmeisterschaft, die Vlogs auf den Turnieren, dann immer wieder unsere Openings, was da so passiert. Wir haben aus einem Display, haben wir Koloss und Titan gezogen. Ich sag ihm, ey, yo, ich zieh mal eben Alternativen. Dann habe ich auch eine Alternative auf Ansage zweimal gezogen. Deswegen, also ich finde teils auch viel, viel lustiger, oder interessanter, was wir hier so alles erleben. Das ist richtig. Und nicht nur das, auch die ganzen Formate, die wir geschaffen haben, da haben wir ja auch so ein paar Alleinstellungsmerkmale, würde ich halt sagen, wie zum Beispiel das Frag den Judge, was ja auch recht gut angenommen wird. Aber das ist ja noch nicht mal alles, denn wir wollen natürlich auch im Laufe des Jahres vielleicht noch ein paar andere nette Ideen nochmal ja, euch präsentieren und nochmal gucken, wie ihr das Ganze halt so aufnehmt. Dann nächste Woche, in den nächsten Wochen wird auch was Neues kommen, was wir hier so noch nicht gemacht haben. Sage ich jetzt nicht zu was. Soll eine Überraschung werden. Wir werden euch auf jeden Fall dann, sobald es halt online ist, spätestens dann seht ihr es ja. Aber bis dahin, ja, seid auf jeden Fall gespannt und verfolgt weiter fleißig unseren Kanal. Und ja, dann gucken wir mal, was in den nächsten Wochen und Monaten alles noch so passiert. Ich meine, das Jahr ist ja noch lang. Wir haben ja gerade mal Februar. Also von daher, da kommt noch eine ganze Menge dieses Jahr auf euch zu. Ja. Aber unser großes Thema sind ja eigentlich mittlerweile Duelle. Wir machen ja viel, viel mehr auch in dem Bereich, dass wir auch mehr Duelle halt zeigen. Und ja, letztes Wochenende kam ja auch unser erstes Duell-Video online, nämlich das Duell Dunkler Magier gegen Helden. Und auch die beiden Deckprofile sind inzwischen auf dem Kanal verfügbar. Von daher, wer sich da nochmal informieren möchte, ja, wie wir halt spielen, kann sich da gerne nochmal ein bisschen näher schlau machen. Und ihr habt auch reichlich Feedback halt schon zu unseren Deckprofilen halt gegeben. Das finde ich halt wirklich sehr gut, dass auch so ein bisschen ja Verbesserungsvorschläge, andere Ideen halt mit reinkommen, weil jeder natürlich so eigene Ideen, wie er mit seinem Deck am besten halt klarkommt. Und eure Vorschläge werden wir natürlich auch mal mitnehmen und durchaus mal die ein oder andere Variante nochmal ausprobieren. Ja, vielleicht auch in den nächsten Wochen mal auf unserem Livestream. Also von daher da fleißig mal reingucken, was auf den Duellen halt so passiert. Ja. Und genau, fleißig weiter Ideen posten. Also wir freuen uns über Beiträge von jeder Seite, solange sie natürlich auch konstruktiv sind. Ne? Also ich meine, einfache stumpfe Kommentare wie, ist aber alles kacke, ist natürlich nicht so geil. Nein, nein.
Von daher darf wieder fleißig weiterschreiben. Guckt einfach und sagt Team Tim. Genau. Kommen wir aber jetzt erstmal zu unserem Thema der Woche. Du warst auf der Spielemesse in Nürnberg unterwegs und hast da so ein bisschen dich ausgetobt, sag ich mal, ein bisschen Spaß gehabt. Wie war es denn so in Nürnberg? Es war sehr, sehr interessant. Also es, ich muss sagen, dass ich insgesamt von letztem Jahr die Spielemesse, ich auch mehr sammelkartentechnisch was ein bisschen was gesehen habe und das ein bisschen interessanter einfach fand, weil mich so Brettspiele sind jetzt nicht meins, bin ich ehrlich, so hundertprozentig. Oder es ging nicht unbedingt auch um Brettspiele, ich fand es auch interessant, so mittlerweile, was es so für Spielzeuge gibt, im Sinne von elektronisch. Also so wirklich, das fand ich interessant wiederum, weil so Hot Wheels, wenn ihr das noch kennt, das musste, also wenn ihr das nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist, da fand ich es interessant, dass es wirklich auch mittlerweile so mehr ins Elektrische geht. Also die Fahrzeuge fahren hundertprozentig alleine durchgehend, die werden durchgehend selber angefahren, die Bahnen sind größer. Oder beispielsweise Bakugan habe ich jetzt auch gesehen. Bakugan, das kam gibt jetzt, es noch? Das gibt es wieder. Das habe ich letztes Jahr schon gesehen und dann sagten die, ja, irgendwann kommt das raus, habe ich bis jetzt auch noch nichts von gehört und das haben sie jetzt aber schon wieder ausgestellt. Oder sogar noch ein bisschen größer, das fand ich auch interessant. Und ist denn auch ein bisschen was mehr in Richtung VR-Technologie auch schon zu sehen, dass man so Brettspiele vielleicht mit VR so kombiniert? Nein, gar nicht. Das Problem ist, also es ist ja auch eigentlich eher weniger, das sage ich auch im Vlog, das ist eigentlich eher weniger so eine Ausstellung, so ich habe jetzt, es gibt die und die neuen Spiele, ihr könnt das testen oder sonst was, wie beispielsweise in der Gamescom. Das ist wirklich eigentlich eher wirklich eine Messe, wo sich die Partner miteinander treffen und dann über ihr Geschäft reden. Das heißt, also man sieht immer wieder, natürlich wird man doof angeguckt, wenn man mit einer Kamera da rumrennt und mit einer Kamerafrau, also ich bin da mit Jenna da ja gewesen und hab die ganze Zeit da irgendwas erzählt. Da denken sich Leute so, seit wann gibt es denn da so auch so Richtung YouTuber oder sowas von? So, ne? Aber man hat halt wirklich gemerkt, so hier geht es eigentlich nur ums Business. Also ist okay. Das so. Ja, interessanter Eindruck auf jeden Fall. Und ja, was Tim sonst noch so auf der Spielemesse in Nürnberg so erlebt habt, erfährt ihr jetzt in unserem Vlog. Wir verabschieden uns schon mal an dieser Stelle und hoffen, euch entweder bei unseren Dienstags-Locals-Streams zu sehen, zu schreiben zu sehen oder ansonsten jeder zum nächsten Spotlight begrüßen zu dürfen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Trader Online Videos. Mein Name ist Tim und wir befinden uns heute in Nürnberg auf der Spielwarenfachmesse. Wir waren ja letztes Jahr schon hier und haben so ein paar Einblicke bekommen und auch ein paar neue Produkte von Konami gesehen. Und wir wurden heute wieder eingeladen von Konami. Das bedeutet, wir sehen heute wieder ein paar Special-Produkte, die wir am Community Day beispielsweise jetzt nicht gesehen haben. Vielleicht dürfen wir auch nicht alles zeigen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt gerade hier bei Gamegenic. Ich habe es gerade mal geschafft, ein kleines Mini-Interview hier zu kriegen. Hi. Hi. Kannst du dich gerne kurz vorstellen? Ja, hi, ich bin der Tobi von Gamegenic und bin Grafikdesigner und bin heute auf der Messe, um die Produkte ein bisschen vorzustellen. Die Zuschauer würde mich jetzt interessieren, so eine Fachmesse. Was macht man denn insgesamt? Also die Nürnberger Spielemesse ist ja eine B2B-Messe. Das heißt, hier versucht man natürlich auch ein Bild zu machen. Das ist ja eben nicht eine Konsumermesse. Das heißt, hier kommen eben keine Leute, die Sachen kaufen. Hier macht man eher Meetings, spricht und auch schon mal neue Projekte durch. Ist auf jeden Fall wichtig für vielen, Big Deal zu finden, hier so zu kriegen. Und es ist bestimmt auch cool, mal so Partner, mal so vor Augen zu haben, wenn man sich nicht so lange über das merkt. Ja, korrekt. Wir sind natürlich noch ein ganz neues Studio. Das heißt, für uns ist es auch wichtig, dass man uns kennenlernt, dass wir jetzt präsent sind. Und Gamegenic ist ja jetzt ganz neu. Wann kommt ihr denn raus? Ja, ganz wichtig, 11. März. Da startet dann unsere Produktlinie und dann könnt ihr unsere wunderschönen Produkte. Bei Trader sind sie auch erwerblich, also Gamegenic. Deswegen schaut auf jeden Fall da nochmal im Shop vorbei. Ich finde die Produkte richtig, richtig cool. Auch als Yu-Gi-Oh!-Spieler. Und ja, danke schön für das kleine Video. Das hat mich sehr gefallen. Ja, klar. Viel Spaß. Ciao. Also, wir sind jetzt gerade hier kurz draußen von den Hallen, weil es hier wesentlich ruhiger ist. Ich kann jetzt hier noch mal kurz was sagen. Also, wir waren gerade bei Gamegenic. Das ist eine neue, sozusagen neue Marke für Zubehör.
Ja, ich finde, die haben eigentlich wirklich coole Produkte, auch wenn ich weiß halt nicht, ob es erstmal wieder nur für Magic beispielsweise ist, also die zum Beispiel die Höhlen oder sowas, kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch gar nichts zu sagen, aber da werde ich mich auf jeden Fall nochmal drüber informieren. Schaut auf jeden Fall wirklich mal in den Shop vorbei, weil die haben wirklich coole Sachen. Wir werden jetzt gleich zu Konami gehen, das ist das nächste, was wir jetzt gleich machen werden. Ich war gerade schon kurz da, habe auch schon vieles gesehen, durfte es aber nicht filmen. Ich will es jetzt auch sicherheitshalber jetzt nicht sagen, was da alles stand. Wenn wir das filmen dürfen, dann dürft ihr euch freuen, weil das ist schon ziemlich cool. Also das ist richtig, richtig cool. Das wird mit das heißeste Produkt, also das sind mit die heißesten Produkte oder ähnliches, die dieses Jahr erscheinen könnten. Schaut da, müsst ihr euch auf jeden Fall, also seid auf jeden Fall bereit. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, gucken uns das noch an, weil wir haben jetzt den Termin, das ist in einer Stunde. Wir gucken uns das jetzt erstmal noch an. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Konami wieder. Ich hoffe, dass wir da wirklich was von filmen könnten, weil das wäre krass. So Freunde, also wir befinden uns jetzt gerade wieder draußen. Ich mache ganz gerne sowas hier lieber viel draußen. Ich werde euch einfach gleich einfach nur noch ein bisschen zeigen von der Messe, weil wir auch jetzt nicht mehr so viel erleben. Magic Micha ist jetzt gerade noch bei seinem letzten Gespräch und ja, dann war es auch schon wieder von dem Tag. Also, wir waren jetzt gerade bei Konami. Wir haben keine Sets aufgemacht, aber wie ihr vorhin gesehen habt, wir durften uns einmal Dual Overlord von so angucken. Also wir haben es nicht aufgemacht, durften wir nicht. Und das schon, Leute, Swagger Deck war ja auch schon da. Ich denke mal, wo der Vlog schon rauskam, haben wir es auch schon aufgemacht, also diesen Exclusive-Tag von Konami bekommen haben. Da werden wir es auch schon aufgemacht haben. Was wir dann noch gesehen haben, war das Swagger Deck beispielsweise für Speed Duel, das neue, das Marik und Yugi. Was ich ganz interessant fand, war, oder was ich echt krass fand, war, das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber wenn wir mal, zum Beispiel, ich wollte mal gucken, so, oder einmal so gucken, so vielleicht, was ist denn dahinter? Die haben extra die ganzen Decklisten haben sie komplett weggemacht. Fand ich total interessant. Und ja, also mit Konami haben wir aber ein exklusives Interview gedreht. Dieses Interview wird nochmal extra in einem Video kommen. Und dort befindet sich auch nochmal eine extra Verlosung für euch. Also wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, eine Verlosung teilzunehmen, dann schaut auch mal bei dem Video auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach nochmal, was hier so abgeht, was hier so alles verkauft. Vorgezeigt wird, verkauft wird an andere Personen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh. Also, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende des Videos. Ich kann den heutigen Tag noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir waren heute Morgen, sind wir angekommen, wir sind 5 Stunden gefahren. Fand ich voll kacke. 5 Stunden fahren, 5,5 Stunden. Nochmal vielen Dank an Konami. Wirklich danke für das Interview. Das hat mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen was finden konnte. Auch wenn wir durch bestimmte Kriterien erstmal, also wir hatten wirklich ein paar Kriterien, dann da noch danach Fragen zu finden, war ein bisschen schwer. Aber wir haben, ich glaube, welche gefunden, auch ein paar, also es waren wirklich sinnvolle Fragen und ich glaube auch Fragen, die euch auch interessiert haben. Ja, schaut auf jeden Fall auf das Video nochmal vorbei oder erstmal, es wird dann noch später kommen. Freut euch auf jeden Fall darauf, da gibt es auch plus die kleine Verlosung. Und ja, wir fahren jetzt gleich dann auch wieder zurück. Heute hinter der Kamera war übrigens die Jenna.
die sich heute nicht zeigen wollte. Aber ich muss es jetzt einfach nochmal namentlich erwähnen, weil sonst, nö. ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick so verschaffen darüber, was überhaupt so passiert. Also Gamegenic zum Beispiel, da hatten wir ja das Interview. Die haben uns kurz erklärt, so, also es geht eigentlich hier wirklich rein ums Business. Dass man kurz erklärt, das Produkt kommt beispielsweise noch auf den Markt, das Produkt ist schon auf dem Markt und ist voll der Hammer. Und sowas halt. Und ja, deswegen, also deswegen heißt es auch Fachmesse. Und deswegen würde ich sagen, ich beende auch dieses Video jetzt schon wieder, diesen Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, dass wir wieder irgendwo unterwegs sind, dass ich wieder einen Vlog mache oder dass ich mit Dick wieder auf der Couch sitzen würde. Deswegen würde ich sagen, macht's gut, haut rein und tschüss.